Leute, was geht? Willkommen zu diesem Video. Ich zeige euch heute, wie ihr Pokémon Go auf dem PC spielen könnt. Und dies, so viel verrate ich schon mal, ist ein Weg, der funktionieren wird. Also, genau dann, wenn ich kommentiere, genau dann muss ein Zug auf der Güterbahnstrecke vorbeifahren, die in der Nähe vom Haus von meinem Freund ist, wo sonst nie ein Zug vorbeifährt. Vielleicht ein-, zweimal am Tag, aber nicht öfter. Und jetzt genau mein Video fährt er vorbei. Zweimal die Woche. Und ausgerastet mein Video fährt er vorbei. Ja, das hat gerade mein Freund gesagt, muss dazu sagen. Ich muss sagen, dass er es gesagt hat. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ja, sehen wir, sage ich, dass heute die Pokémon Go auf dem PC spielen können. Und dazu musst ihr erstmal euren Browser öffnen und dann die Seite eingeben, die heißt crackedgames.org. Verlinke euch die in die Videobeschreibung. Dann müsst ihr hier nach diesem Nox Pokémon Go CBS Faker suchen. Der ist relativ weit oben, andernfalls könnt ihr auf Suche das Ganze dann suchen. Und werden uns auch angeleitet. Dann klickt ihr hier drauf. Sobald die Seite geladen hat. Geht ihr dann hier einfach auf Download. Je nachdem, ob ihr euren Adblocker aktiviert habt oder nicht, dauert es 5 bis 10 Sekunden. Mein Fall sind das 5 Sekunden. Und dann einfach auf Werbung überspringen klicken. Und dann landet man hier auf Nox Setup Pokémon Go. Dann kann man überlegen, ob man das mit Mega sind downloaded oder du hast einen Browser, wir machen es aus dem Browser. Und da das eine relativ kleine Datei ist, müsste es eigentlich relativ schnell gehen. Ich dauert 2 Minuten. Und ich denke, die Zeit konnte ich natürlich warten. Aber ich tue es jetzt die Wartezeit überbrücken, werde es einen Cut machen, werde mich wieder melden, sobald die Wartezeit vorbei ist und sobald die downloaded wurde. So, jetzt wurde der Download beendet und ich brauchte nur hier Download-Verzeichnis gehen, dann seht ihr so Nox Setup Pokémon Go. Dann geht ihr einfach drauf, öffnet dies. Dann geht ihr auf Install. Und dann installiert ihr das Ganze. Zeit bis fertig installiert habt, überbrücke es mal an dieser Stelle mit einem weiteren Cut. So, es geht hier auf Start und Reset Data. Und jetzt müssten bei euch auf den Desktop, hier sind diese 3 Programme jeweils sein. Interessant ist nur dieses hier Nox, wo nichts da weiter steht. Das öffnet ihr dann. Und es kann sein, dass es am Anfang ein bisschen mehr lädt, weil er noch ein paar Apps im Hintergrund installieren muss. Weil es ist ja ein App, Emulator, also ein Handy-Emulator quasi. Ja, es gut sein kann, dass im Handy im Hintergrund wichtige Apps einfach noch installiert. Also es sollte eigentlich auch eher einigermaßen schnell gehen. Geschaffen wurde das Ganze wirklich speziell für Pokémon Go. Das werdet ihr dann auch nochmal sehen. Ich werde dann gleich, wenn ich euch zeige, wie das jetzt genau funktioniert, werdet ihr nochmal sehen. Die seht schon, Pokémon Go ist jetzt eine quasi gemacht. Jetzt zeige ich euch eher so Hacks, so wie das funktioniert. Aber es werden auch sicherlich nochmal normale Pokémon Go Parts kommen, wo es dann halt auch rausgeht und alles, aber jetzt speziell hier für
dachte mir, dann zeige ich es euch normal, wenn es jetzt eh gibt. Also das ist jetzt nur die Seite, also die Seite crack-game.org, der Vertrauenshund. Das ist halt die, so wo ist das auch jetzt her ab. Ihr könnt es natürlich von jeder beliebigen Seite, die es anbieten, machen. Ich würde euch aber auch von dieser Seite empfehlen. So, ihr seht schon, das ist ein Android-Emulator, der viel mehr kann. Und wenn er jetzt Pokémon Go noch nicht da drauf ist, hieß es, dass wir ein bisschen warten müssen. Dann kommt das schon. Und da warten wir jetzt einfach ein kleines bisschen. Weil ich gehe mal in den Play Store. Also das kann man alles nutzen. Die Uhr ist zwar noch nicht so ganz, wie kommt jetzt die App? Ah. Also warten wir einfach kurz, dann müsste das ja sein. Andernfalls können wir jetzt eigentlich auch gleich einen Google-Account anlegen und dann schauen, ob das dann kommt. Das ist eine zweite Methode. Wir öffnen den Play Store und werden jetzt dafür bewusst ein neues Google-Konto anlegen. Während ich das jetzt mache, mache ich kurz einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe jetzt hier mein Google-Konto erstellt, bin jetzt schon im Play Store drin. Es hat sich halt gedauert, ich gehe jetzt einfach mal zurück. Ich habe nichts installiert, so bemerkt. Und dann ist die Pokémon Go nämlich einfach schon da. Bevor wir jetzt eben Pokémon Go öffnen, gehen wir kurz auf Einstellungen. Die finden wir hier. So, jetzt müssen wir auch noch ganz wichtig, nachdem wir den Google-Konto jetzt erstellt haben, bevor wir Pokémon Go hier auf dem Emulator spielen können, müssen wir kurz auf weiter nach unten scrollen, auf Location, müssen dann auf Mode gehen, müssen dann unbedingt auf High Operation gehen, das ist wichtig, damit das funktioniert. Und hier gehen wir mal auf Yes. Und ich glaube, da kommt nichts mehr, oder? Genau. Passt das, dann gehen wir wieder zurück. Gehen hier auf den Home-Button. Und jetzt müssen wir nämlich noch eine Sache machen, und zwar jetzt kommt im Prinzip schon das erste coole Feature beim Nox App Player. Und dies ist, da braucht ihr nicht irgendwas zu installieren, um eure gewünschte CPS Ordnung zu machen. Dazu braucht ihr einfach nur hier auf Virtual Location zu klicken. Dann könnt ihr euch da irgendwas überlegen, wo ihr gern sein würdet. Können wir zum Beispiel Las Vegas suchen. Las Vegas und dann, keine Ahnung, so, jetzt tun wir einfach ein bisschen hin, scrollen, suchen uns dann irgendeinen Platz raus, wo wir hier in Vegas hin wollen. Wir sind wir da? Wenn das, ja, wir waren natürlich hier in, keine Ahnung, machen wir mal hier, dass wir exakt hier sind. Dann brauchen wir nur noch hier auf OK zu klicken. Und dann kann man das einfach hier irgendwie nebendran schieben oder so machen. Ich persönlich empfehle es einfach irgendwie nebendran zu lassen. Falls dann doch mal irgendwie irgendwas wieder anders eingestellt werden muss oder so, damit ihr das einfach da habt.
So, jetzt könnt ihr im Prinzip dann, wenn ihr es eingestellt habt, auch ein Pokémon Go öffnen. Jetzt wird sich der Bildschirm, wie ihr seht, ein bisschen kleiner machen, so wie ihr den jetzt wahrscheinlich schon gewohnt seid von Handy, sonst was. Dann sollte man es eigentlich relativ. So, jetzt probieren wir. Ich hoffe, dass das ohne Probleme funktioniert. Jetzt muss das hier erstmal laden. Aber das ist immer so, wenn man Pokémon Go wirklich ganz am Anfang spielt, dass es ein bisschen länger braucht, um zu laden, einfach weil die da sich jetzt halt erstmal alles Pokémon Go vorbereitet werden muss, bevor es dann. Genau, sind wir hier auch drin. Ja, kann man hier schon sein Birthday, also seinen Geburtstag einstellen. Wir machen jetzt beispielsweise den 10. August. Wir müssen über 13 sein, das heißt 2000, machen wir 2001, ja, 2000, sind wir gut dabei. Das ist irgendeins, müssen wir mit Google anmelden. Das mache ich jetzt an dieser Stelle mal kurz einen Cut während des Anmeldens. So, hier haben wir dann, nachdem ich das mit meinem Google-Konto verknüpft habe, steht schon, bleib wachsam, behalte immer deine Umgebung im Auto, im Auge, im Auto. Klicken wir auf OK. Und jetzt müsste, jetzt gehen wir hier, auf Alt, akzeptieren. Und dann haben wir dasselbe Gameplay wie immer. Erlösen, ich bin Prof Willow. Wusstest du, dass diese Welt von Wesen bevölkert wird, die man Pokémon nennt? Pokémon findet man überall auf dem Globus. Also habe übrigens die Sprache auf Deutsch eingestellt, damit man das machen könnte in Einstellungen. Habe es kurz offscreen gemacht. Manche von ihnen leben auf dem Land, andere in der Luft und wieder andere im Wasser. Ihr erinnert euch, hatte ich vor dem Deutschland-Release von Pokémon Go mit der amerikanischen APK-Version, die auf Deutsch war, habe ich das schon gemacht. Heißt, das hier ist im Prinzip nichts Neues. Wer das verpasst hat, verlinke das an dieser Stelle, konnte es anschauen. Wir werden den jetzt hier auch nicht großartig viel irgendwie verändern. Einmal, weil ich jetzt hoffe, jetzt müsste jetzt in Vegas drin sein. Sobald das GPS an ist. Alter, was haben die für Pokémons? Also ich bin hier. Alter, was haben die da in Vegas für Pokémons? Also jemand gibt mal übrigens. Zeigt mir. Wartet mal ganz kurz. Also wegen tut man das Ganze mal mit Steuerung. Wie geht man nach vorne? Mit S geht man rückwärts, mit A geht man nach links und mit D geht man dann nach rechts. Bewegen tut das nur in die Richtung, wo die Kompassnadel, also richtungsmäßig, wo die Kompassnadel zeigt. Ist ein bisschen umständlich, aber ist doch eigentlich ganz cool, wenn man jetzt Pokémon Go von zu Hause aus spielen will. Und dann halt einfach überall hin kann, wo man will. Denn wenn man seine Position ändern möchte, braucht man nur, und das war sehr gesickt von mir, nur hier wieder drauf zu klicken. Ab da bin ich in Vegas. Dann können wir das, weiß mal, nach New York uns transportieren. Klicken auf OK. Dann müsste der es auch aktualisieren. Und what the fuck? Wir sind dann hier natürlich in New York. Aber wir sind zumindest woanders. Ob jetzt in New York sind, weiß ich nicht. Genauso kommen wir uns über den Weg. Das zeige ich euch jetzt noch kurz. Können wir uns genauso zum Beispiel nach Rubenzell, ihr wisst ja, da wo man ist.
kann man uns auch hinbewegen. Und schwuppdiwupp sind wir in meiner Straße, wo ist, jetzt habe ich das Programm, sehr intelligent. Schwuppdiwupp sind wir in der Straße, wo ich, meine Pokémon Go Part in der Regel aufnehme. Nee, hier sind dann auch die Pocket Stops. Die werden weshalb auch immer hier jetzt nicht angezeigt. Ich glaube, du musst einfach zuerst die Pokémons fangen. Ey, dann fangen wir ab mal kurz die Pokémon, dann klicken wir auf eins drauf. Die Kamera möchte ich jetzt aber nicht verwenden. Also ich habe das Glück, dass mein Computer Platz ist, dann wird das Feeling ein kleines bisschen tatsächlich vielleicht wieder eingedingst, aber wirklich hundertprozentig genauso gut ist es nicht und ich sehe schon, dass es schwieriger ist, die da irgendwie mehr zu fangen. Vor allem mit der normalen Maus, das stelle ich mir ja total kompliziert vor. Irgendwie. Ja, und das ist ein historischer Moment eigentlich. Wir haben nämlich unser erstes Pokémon gefangen. Hier bei diesem Hack, nämlich Glumanda. Freut mich natürlich, aber das Coole ist, wir konnten uns ja wirklich überall auf der Welt, können wir da irgendwie, durchwandern. Richtig cool finde ich, genau jetzt erklärt das Ganze mit den Pocket Stops. Und wenn wir jetzt zum Beispiel zum Pocket Stop hier hinten wollen, hier ist wieder Pocket Stop, ist so weit entfernt. Leute, das ist kein Problem für uns. Also da geht natürlich auch, ja, erstmal über Häuser. Und dann geht der, Ja, müssen wir achten. Was ist denn los? Wo sind wir? Wollen wir in die andere Richtung gehen, das heißt umdrehen. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wir müssten jetzt trotzdem gleich genau an den Pocket Stop kommen. An dem wir jetzt nämlich sind, dann klicken wir da drauf. Wenn man sich kreuzt, dann kann man wieder wissen, bekommt seine Pocket Bälle, Eier und sonst was. Ja, und so konnt ihr euch dann fortbewegen und das machen. Und so konnt ihr wirklich hier bei Location alles einstellen, was ihr einstellen wollt, ne? Wir können auch, keine Ahnung, was gibt es denn? Luxemburg. Kann man auch mal einstellen. Aktualisiert er es hier. Wenn es im optimalsten, ja. Und es scheint mir, dass wir hier irgendwo in Luxemburg werden, wo auch immer. Und hier ist gleich ein Pokémon. Weil es hier eher so freies Feld ist. Also ihr seht schon, Leute. Ne, man kann sich wirklich überall hin teleportieren, quasi. Wo man möchte. Also, richtig coole App. Ich verlinke euch dann erstmal nochmal in die Videobeschreibung, falls ihr euch sie holen wollt. Dies ist jetzt eben der Weg, wie ihr das an Computer spielen könnt. Anderen Weg für einen Computer gibt's nicht, weil ihr nicht für die Computer mit GPS durch die Gegend laufen könnt. Ich werde auch nochmal ein Video zeigen, wo ihr das auf eurem Handy haben könnt, aber da dies dann von zu Hause spielen könnt und dort einfach von zu Hause durch die Gegend laufen könnt. Also die Handy-Version, die ein bisschen anders funktioniert, zeigt also anders normal. Dies war jetzt, wie ihr Pokémon Go auf den Computer spielen könnt.
Damit, liebe Leute, bedanke ich mich fürs Zusehen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like und ein Abo da lassen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Unter diesen Umständen macht's gut.